Heute ist der 23. November 2012. Wir sind außerordentlich glücklich, fühlen wir uns geehrt und gesegnet durch den Besuch des ehemaligen Bundespräsidenten Dr. Horst Köhler. Dr. Horst Köhler ist ein sehr geliebter Präsident gewesen und es hat uns wehgetan, dass er vorzeitig sein Amt niedergelegt hat. Ich habe ihn in Bellevue kennengelernt bei einem Forum der Zukunft und habe ihm ein Bild, eine Ikone der Heiligen Familie geschenkt. Und bei dieser Ikone sieht man Flucht der Heiligen Familie nach Ägypten. Ich habe ihm damals gesagt, so wie wir Ägypter die Heilige Familie in unser Land aufgenommen haben, sozusagen Jesus Christus das vorübergehende Asylrecht gewährt haben, nehmen Sie uns in Ihrem wunderschönen Land, in diesem Deutschland, sehr freundlich auf. Dafür versprechen wir unsere Treue und unsere Loyalität. Mit dem Besuch heute hat Herr Dr. Horst Köhler sein Versprechen gehalten. Ich habe ihn eingeladen, uns zu besuchen, denn das Kloster feiert 300-jähriges Jubiläum. Mit diesem Jubiläum meinen wir Beginn des Bauens des Nordflügels, des Barockteils. Und genau gesagt, am 9.9.1712 haben die Nonnen damals begonnen mit dem Abreißen und dem Beginn des Bauens des Nordflügels. Dieses 300-jährige Jubiläum wollten wir nicht allein genießen und feiern, sondern wollten wir gern unseren geliebten Bundespräsidenten Dr. Horst Köhler dazu eingeladen. Wir sind sehr froh, dass er zu uns kommt. Es ehrt uns und kommt dieser Besuch nach dem Besuch vom Bundestagspräsidenten Dr. Lammert und nach dem Besuch vom CDU-CSU-Parteivorsitzenden Volker Kauder. Wir wünschen ihm den reichen Segen Gottes für sein Leben, für seine Familie und für seinen Dienst. Wir beten für den Frieden des Landes, in dem wir leben dürfen, und wir beten für die Ruhe, für den Frieden und für die Gerechtigkeit in unserem Heimatland Ägypten.